Ja, darf ich mal alle begrüßen, die dazugekommen sind zu unserem Slot. Fordern und fördern, pädagogisches Grundprinzip, Grundidee, immer schon. Das wollen wir doch alle. Ja, die Frage ist natürlich, wie? Und Kollege Magister Christian Fuchs von der BA Burgenland wird uns zeigen, wie er das mit LMS vorhat und macht und was er da für Prinzipien verwirklichen kann. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich habe den Bildschirm schon freigegeben. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, sieht man gut. Passt. Alles Dann da? schalte mich stumm und bin schon. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Fuchs, BH Burgenland. Ich möchte im Bereich Fordern und Fördern die optimale Lernumgebung für den Unterricht mit lms.at vorstellen. Die Herausforderung des Forderns und Förderns ist gerade in der Covid-Zeit eine sehr, sehr große und sehr, sehr anspruchsvolle, da die Schere sehr schnell auseinanderdriftet und es wichtig ist, auch die nicht so guten Schülern zu fördern und die guten Schüler auch natürlich zu fordern. Wie können wir das tun? Wir haben nach der oder in der Homeschooling-Phase sehr, sehr viel daran gearbeitet, sogenannte Kursvorlagen zu gestalten, die passend zum Lehrplan für unterschiedliche Fächer mit hunderten Übungen gefüllt sind. Diese Übungen können individuell von der Lehrperson freigeschaltet werden bzw. aktiviert und deaktiviert werden. Es ist einfach erweiterbar, volle Kontrolle über diese Kursvorlage, eigene Materialien natürlich ganz einfach integrierbar. Wir haben versucht, ein attraktives Layout auf diese Kurse zu legen, sodass das Lernen noch mehr Spaß macht. Und für vorhandene User ist wichtig zu wissen, diese Vorlagen sind auf neue, also bei neu angelegten Kursen anwendbar, aber auch auf vorhandene Kurse anwendbar. Und diese Kursvorlagen möchte ich heute zeigen und Ihnen zeigen, wie Sie sich darin orientieren. Sie wissen ja schon bezüglich Fordern und Fördern, kennen Sie natürlich unser OTP-Angebot, die neue Startseite. Vielleicht ein bisschen noch gezeigt und erklärt, am Button rechts oben Lernen zu drücken. Und dann haben wir hier die Lernhilfen, die kostenlos zur Verfügung stehen. Hier können Sie hunderte, tausende Übungen zu unterschiedlichen Bereichen direkt ohne Lehrperson sozusagen den Schülern zum Üben zur Verfügung stellen. Das wollte ich jetzt nur zur Erinnerung hier hineinbringen in die Präsentation, denn das, was ich jetzt zeige, ist von der Lehrperson natürlich zu initiieren, das heißt, diesen Kurs anzulegen. Die OTP-Angebote hier kann jeder Schüler, jeder User direkt durch Anklicken aktivieren. Also hier haben wir lms.at/Vorlagen. Gebe das direkt ein und lande jetzt bei dieser Vorlagenseite und wir haben verschiedenste zur Auswahl. Hier oben haben Sie gleich eine Videoanleitung zu der Vorgangsweise, falls Sie sich das noch einmal in Ruhe ansehen möchten. Wir haben im ersten Bereich zwei leere Kurse mit zweispaltigen, einspaltigen Layout und dann leere Kurse zu den unterschiedlichen Fächern mit direktem Zugriff auf die Fachbibliothek im Fachbereich. Das werde ich dann nachher gleich vorzeigen. Wir haben für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik für die Schulstufen 5 bis 8 fertige Vorlagenkurse hier zur Verfügung gestellt. Im unteren Bereich finden Sie auch welche zum Bereich Wirtschaft, zum Bereich Physik, Naturwissenschaften und die vom Digital Level Up License bzw. für den Religionen und so Unterricht mit den Kompetenzen laut Lehrplan. Ich möchte jetzt einen Mathematik, ich unterrichte
Mathematik, siebte Schulstufe, daher klicke ich hier drauf. Natürlich muss ich mich einloggen. Das habe ich vorher noch verabsäumt. Ich nehme hier einen Demo-User, der das vorzeigt. Siebte Schulstufe, 3a in Mathe an meiner Schule, lege diesen Kurs an. Es dauert wieder ein paar Sekunden. Und wenn ich den Kurs angelegt bekommen habe, dann kann ich gleich losstarten mit diesen Materialien. Es sind hier hunderte Übungen drinnen, daher ist der Kopiervorgang eine gewisse Zeit. Und jetzt haben wir hier schon die Vorlage. Sie sehen hier, der komplette Lehrstoff, wenn in Mathematik, komplette Lehrstoff in Mathematik, siebte Schulstufe ist hinterlegt. Sie haben hier Empfehlungen zum Fachbereich Mathematik und die gewohnten Portlets, Aufgaben, Mitteilungen und so weiter für LMS.at. Wie orientieren Sie sich jetzt? Am einfachsten ist es, Sie können sich natürlich direkt hier diese Unterlagen ansehen. Das heißt, wir haben hier diese Lernpakete, ganze Zahlen zum Beispiel, Darstellung und Eigenschaften. Wir haben hier eine Info zum Beispiel drinnen mit einem E-Buch, mit den Lernzielen und gleich integriert in Kooperation mit Mathematik macht Freude, ansprechende Videos zu den Themen. Diese können natürlich auf allen Devices abgerufen werden und dann eine kleine Zusammenfassung. Wenn Sie einen Wissenscheck zum Beispiel machen möchten oder die Schüler für die Schüler zur Verfügung stellen wollen, ist hier natürlich gleich der Wissenscheck auch aufzurufen und auch der Übungsbereich. Ich zeige aber den Übungsbereich dann aus der Schülersicht, damit man sich hier noch einmal anders orientieren kann. Was ich jetzt tun möchte, ist, wir sind jetzt zu Beginn des Schuljahres hier zu viele Themen gleich drinnen. Das heißt, ich möchte hier im Bereich Bibliothek diese Materialien, die Sie hier in dem Ordner finden, deaktivieren. Das heißt, ich werde alle Materialien bis auf das erste Thema deaktivieren, sodass nur mehr die ganzen Zahlen aktiviert sind, denn ich beginne ja zu Schulbeginn mit dem ersten Kapitel, möglicherweise ganze Zahlen. Nächster Schritt, ich übernehme noch meine Schüler oder Schüler in den Kurs. Das muss ich natürlich zu Beginn machen, sonst haben diese natürlich keinen Zugriff. Die Übernahme der Schüler ist auf vielfältige Weise möglich, sodass die vorhandenen User das wahrscheinlich schon kennen. So, jetzt haben wir hier den 3a Mathematik. Hier herüben bin ich die Christina. Die Christina hat jetzt hier einen Kurs in 3a Mathematik. Wenn sie hier reingeht, hat sie nur den Bereich ganze Zahlen zur Verfügung. Ich als Lehrer habe natürlich die anderen Themen zur Verfügung. Das Ausgegraute bedeutet, dass diese Themen für die Schüler nicht zu sehen sind. Wie geht man jetzt vor? Die Schüler können direkt über die Startseite auf die einzelnen Themen zugreifen. Hier natürlich auch der Zugriff auf das vorher gezeigte E-Buch mit den Videos. Hier der Zugriff natürlich auf den Wissenscheck. Aber davor möchte ich üben, sodass ich hier direkt auf den Übungsbereich Mathematik ganze Zahlen gehe. Ich kann die Antwort überprüfen und zur nächsten Frage übergehen. Sie sehen hier, es gibt zu diesem Themenbereich 30 Übungen interaktiv mit direkter Auswertung. Sie sehen auch hier oben in unserem Lernraum diese Kreise.
Der weiße Kreis bedeutet, 28 Übungen wurden noch nicht gemacht in diesem Bereich, 2 wurden falsch gemacht und wenn sie richtig werden, werden sie zuerst gelb und beim zweiten Mal richtig grün. Wenn man auf die Kugel klickt als Schüler, habe ich sofort hier meinen persönlichen Lernraum. Ich sehe genau nach Themen und Kompetenzen aufgelistet, welche Bereiche ich schon richtig gemacht habe, welche ich falsch gemacht habe. Und Sie sehen auch hier, der Schüler hat nur die ganzen Zahlen. Wenn ich jetzt beim nächsten Kapitel wäre und der Meinung bin, dass die rationalen Zahlen jetzt zu machen sind, dann klicke ich einfach auf Aktivieren. Die rationalen Zahlen sind hier nicht mehr ausgegraut. Die Schüler klicken auf den Kurs und haben natürlich schon das zweite Kapitel. Wenn Sie dann in Ihren Lernraum wieder gehen, haben Sie natürlich ähnliche Strukturen. Immer wichtig, dass die Strukturen möglichst gleich bleiben, um die Orientierung zu vereinfachen. Und schon kann ich hier meine Übungen zu den rationalen Zahlen durchführen. Sie sehen auch hier Feedback und Lösungswege, je nachdem, wie anspruchsvoll die Aufgaben sind. Und hier wurde die Liste schon einigermaßen verlängert. Ich kann als Schüler sehr einfach jetzt zum Beispiel sagen, okay, hier habe ich 22 Aufgaben, rechnen mit ganzen Zahlen, die möchte ich jetzt machen. Dann komme ich zu dieser Kompetenz und kann diese Aufgabe durchführen. Ich kann aber genauso gut sagen, ich habe hier 2 falsch, daher möchte ich die beiden, die ich gerade falsch gehabt habe, noch einmal machen und schauen, ob ich sie dieses Mal richtig machen werde. Das heißt, über die Lernstatistik, die natürlich auch hier jederzeit im Zugriff ist, haben die Schüler die Möglichkeit, den persönlichen Lernraum zu gestalten. Zurück zu unserem Fordern und Fördern. Natürlich ist diese Individualisierung, die die Lehrperson durch wenige Klicks initiieren kann, eine tolle Gelegenheit, um Schüler mit Defiziten, aber auch Schüler mit erhöhtem Übungsbedarf oder mit begabte Schüler zu fordern, um sie nicht zu verlieren, weil sie sich langweilen. Und hier haben wir dann verschiedenste Möglichkeiten, um dieses Fordern und Fördern umzusetzen. Ich gehe wieder zurück als Lehrperson. Ich habe hier unten einen Neu-Button, den die Schüler nicht sehen. Hier habe ich eine kurze Erklärung, wenn ich neue Unterrichtsmaterialien reinlegen möchte, also wenn ich eigene reinlegen möchte, das zeige ich dann im Anschluss. Aber hier unten, Sie haben hier eine Anleitung auf LMS for Teachers mit einer Videoanleitung, wo Sie diese Vorgangsweise, die ich jetzt kompakt zeige, noch einmal ausführlich nachsehen können. Und Sie haben Zugriff auf die Lehr- und Übungsmaterialien des Fachbereichs Mathematik. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem 3a Mathekurs, 7. Schulstufe, zum Beispiel einige Materialien aus der 6. Schulstufe noch zur Verfügung stellen möchte, dann klicke ich hier auf den Pool, Lernpakete noch Schulstufen, 6. Schulstufe. Und wenn ich mir zum Beispiel die Eigenschaften von Dreiecken oder die Prozentrechnung, ist vielleicht immer ganz hilfreich, kopiere, anschließend wechsle ich zurück in meinen Ordner Überblick über die Inhalte und füge dieses Objekt hier ein. Prozent- und Zinsrechnung aktiviere ich und schon können die Schüler diese Übungen machen. Ich habe jetzt oder die zusätzlichen Übungen eingeblendet und schon können die Schüler die Übung machen oder sich natürlich auch die Videos ansehen beziehungsweise die theoretischen und die fachlichen Infos in kompakter Form noch einmal
zusammengefasst, sodass hier dem Lernen wirklich nichts im Wege steht. Vorher habe ich schon den Wissenscheck angesprochen. Wir können den jetzt beim Prozentenzinsrechnen ausprobieren. Ich habe hier 10 Minuten für Fragen und starte gleich mit der ersten und kann hier meine Rechnung durchführen. Natürlich habe ich jetzt hier nach der Eingabe kein Feedback über richtig und falsch. Es ist ein Wissenscheck. Ich soll ja jetzt mehrere Fragen durchführen. Und in dem Fall beende ich jetzt den Test. Ich habe hier nicht so toll abgeschnitten, daher das Feedback nicht so positiv. Ich kann hier den Test erneut durchführen und mein Wissen überprüfen. Die Lehrperson, wie schon vorher mehrmals gezeigt, hat die Möglichkeit, hier jederzeit natürlich die verschiedensten Ressourcen zu aktivieren, aber kann natürlich auch die Materialien, die vorhanden sind, durch eigene Materialien anreichern. Beispielsweise, wenn ich noch zusätzliche Materialien habe, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn ich zu einem fertigen Lernpaket Materialien habe, zum Beispiel Rechnen mit ganzen Zahlen, und hier möchte ich eine PDF noch dazulegen oder ein Arbeitsblatt in Word, dann brauche ich hier nur diese Datei entsprechend hochladen. Natürlich kann ich genauso gut einen Wissenscheck hier einbauen mit eigens gestellten Fragen, die ich dann entweder aus dem OTB-Bereich mir übernehmen kann oder natürlich auch aus dem Fachbereich oder natürlich auch selbst diese Fragen zusammenzustellen. Unser E-Buch steht natürlich ebenfalls zur Verfügung, um hier Materialien zur Verfügung zu stellen. Die zweite Variante, die ich habe, ist, ich möchte nicht hier bei den vorhandenen Lernpaketen etwas hineinlegen, sondern ich möchte ein neues Thema hier erfinden, beziehungsweise den Schülern zur Verfügung stellen, das hier von den fertigen Paketen nicht abgedeckt ist. Daher lege ich ganz einfach einen neuen Ordner an, nenne diesen Ordner jetzt Zusatzmaterialien, meine Materialien zum Beispiel, und dann habe ich diesen Ordner schon hier drinnen, klicke drauf und habe die Möglichkeit, hier natürlich alle Ressourcen, die im LMS zur Verfügung stehen, auch zu nutzen. Zum Beispiel ein E-Buch. Ich nehme jetzt Platz. Ups. Aha. Entschuldigung. Ich habe hier das E-Buch und in diesem E-Buch kann ich natürlich die Unterlagen reinlegen. Sie finden auf LMS for Teachers ein eigenes Video für diese Unterlagen. Wie sieht das jetzt der Schüler und die Schülerin? Natürlich über das Portal. Dieser Ordner ist ja aktiv. Das heißt, als Schüler steige ich ein, finde hier den Ordner Zusatzmaterialien, habe hier natürlich gleich Zugriff auf das vom der Lehrperson zur Verfügung gestellte Material. Genauso wie ich hier natürlich ein E-Buch reingehe, kann ich natürlich sehr, sehr einfach auch Dateien hochladen und hineinlegen. Aber ich denke, diese Geschichten sind für Sie klar, dass das möglich sein muss. In dem Fall habe ich hier das Material mit einer ZIP-Datei hineingelegt. Das wäre mal der erste
der erste Weg zu einer Kursvorlage mit jede Menge Materialien, die Sie im Unterricht freischalten können, die Sie individuell auch wieder aktivieren, deaktivieren bzw. ergänzen oder auch löschen können. Natürlich steht es Ihnen auch frei, zum Beispiel einen Bereich Potenzen und Therme, wenn Ihnen dieses Kapitel gar nicht gefällt, Sie möchten es gar nicht haben, dann können Sie es natürlich auch löschen. Sie finden gelöschte Materialien im Papierkorb und wenn Sie es sich wieder überlegen, können Sie es auch wiederherstellen. Das wäre einmal der Überblick. Ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem LMS-AT-Vorlagen. Ich habe jetzt gezeigt, wie ich einen Mathematikkurs für die 7. Schulstufe anwende. Sie können das ident mit anderen Schulstufen und anderen Fächern wie Deutsch, Englisch und Physik bzw. Wirtschaft machen. Wir ergänzen die ganze Palette an Vorlagen natürlich laufend. Sie sehen auch im rechten Bereich hier einen Lernkurs mit Zugriff auf die Fachbibliothek. Ich denke, das kann ich noch schnell zeigen. Ich möchte mir zum Beispiel, weil ich in der Gymnasium 7. Schulstufe, also 7. Schulstufe, 7. Schuljahr, 12. Schulstufe, Englisch unterrichte, passt natürlich keiner dieser 5. bis 8. Schulstufenkurse, aber ich möchte mir trotzdem einen Lernkurs mit Englisch anlegen, dann klicke ich einfach hier drauf, ich nehme jetzt die 5a, 9. Schulstufe Englisch, ich unterrichte die Gruppe 1 und schon lege ich mir den Kurs an. Der Kopiervorgang ist einigermaßen flotter natürlich, weil dieser Kurs kommt in einem schönen Layout, aber ohne Materialien. Das heißt, Sie haben hier in diesem Bereich nichts drinnen. Wenn Sie sich den Schüler dann noch in den Kurs nehmen, ich nehme hier meine Demo, Christina, die ist gleichzeitig in der 3. und in der 5. Schulstufe, dann schaut das für die Schülerin jetzt so aus, dass eben keine Materialien außer die Empfehlungen vom Fachbereich zu OTB für English Grammar oder Irregular Verbs oder Listening. Aber ich als Lehrperson bin jetzt gefragt, natürlich diese Materialien hier reinzulegen. Klicke drauf und hier ist wieder die vorher gezeigte Anleitung dafür, wie man neue Ressourcen macht. Ich hole mir aber jetzt wieder aus dem Pool etwas nach Schulstufen. Ich bin in der 9. Schulstufe, aber wäre es nicht schlecht, vielleicht aus der 8. Schulstufe etwas zu Reading, etwas zu Grammar and Skills zu holen und kopiere mir diese Materialien und in meinem Ordner, den ich habe, füge ich diese Materialien ein. Der Hinweis, dass dieser Kopiervorgang gestartet wurde, wenn ich die Seite neu lade, ist dieses Material schon da. Als Schülerin kann ich jetzt sofort mit Grammar und Skills zum Beispiel einige E-Bücher abrufen zu den Zeiten, die vielleicht im Vorjahr gemacht wurden mit einigen Übungen, damit ich diese Themen wiederhole oder auch hier Practice Your Grammar, die verschiedensten Zeiten und schon starte ich mit meinem Übungsbereich. Der Schüler landet wieder in besagtem Lernraum und kann natürlich auch in diesem Bereich auch den Lernfortschritt ganz schön verfolgen. Sie sehen, ich habe hier 2 Lernpakete geholt und 144 Übungsbeispiele zu Grammatik und zu verschiedenen
zu Reading mir geholt. Ich kann natürlich auch hier reingehen und im Materialienpool zum Beispiel auch bestimmte Themenbereiche deaktivieren. Wenn mir zum Beispiel Listening nicht wichtig ist, dann würde der Schüler auch diese Themen im Besserlernen nicht haben. Der Bereich Listening zum Beispiel ist jetzt deaktiviert. Kann das natürlich genauso auf andere Bereiche machen. Reinreden. Danke für den Durchlauf. War glaube ich, sehr, sehr anschaulich und informativ. Ist noch eine Frage, weil sonst verlieren wir den Zeitslot, die hätte man nicht vorher hineinschreiben. Kein Problem. Oder? Ich hab darauf gewartet, dass Sie mich unterbrechen. Ja. Alles gut. Ich habe den Moment gesucht. Aber ist noch jemand, der eine Frage stellen möchte, weil sonst. Okay. Dann sagen wir herzlichen Dank. Schaut bestätigt aus. Wird jeder Kurs immer kopiert? Was sind das für Datenmengen? Kann man das erfahren? Die Datenmengen sind nicht so schlimm, weil wir immer auf den Pool zugreifen und die Datenmengen, die handeln wir dann schon. Also es ist von diesen Materialien, werden da ja diese in den Kurs gespiegelt und ja, also das ist datenmengenmäßig nicht so schlimm. Gut, ich sage nochmal herzlichen Dank. Wir beenden die Aufnahme. Bitteschön. Und wechseln dann zum nächsten Slot.